Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute einen Gast, meine Freundin Aysegül. Hey. Sie ist Englischlehrerin und wir machen heute eine Challenge. Die Idee war gut, aber die Praxis wird sich noch zeigen. Da bin ich mir nicht sicher. Es geht um die Aussprache der Wörter in Englisch und in Deutsch. Wir haben hier verschiedene Zutaten wie Trauben, Äpfel, Ketchup. Nein! Gemisch! Also werden wir versuchen, sie auf Deutsch die Wörter auszusprechen und ich werde sie versuchen, in Englisch auszusprechen. Wir werden jetzt jeweils so kleine Zettelchen ziehen, die wir vorbereitet haben. Sie weiß noch nicht, was ich ihr vorbereitet habe und ich weiß auch nicht, was sie vorbereitet hat. Oh, so, ich habe viel geredet. Hey, wer fängt an? Machen wir Schnick, Schnack, Schnuck? Mhm. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Oh, heiß. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, fangen wir an. Okay, aber das ist ein deutscher Name. Aber muss ich das jetzt auf Englisch aussprechen? Mhm. Einstein. Nicht? Einstein. Ja, bei uns ist es ja auch Einstein. Wie sagt man das auf Britisch? Einstein in Englisch. Einstein. 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 Also muss ich hier jeweils von hier eine Zutat. Okay, Traube. Mit Sojasauce. Wie mache ich das jetzt? Tasty. Könnte man das richtig sehen lassen? Quichen-chen. Is it Chinese? Nope. Nein, Deutsch. Quichen-chen. Okay, nochmal. Probier's nochmal. Hm? Probier's noch einmal. Again. Mhm. Okay. Quichen-chen. Kitchen. Okay. Nein, das heißt Quichen-chen. Guten Appetit. Jam. Marmelade. Pickle. Und eingelegte Maiskolben. Nice. Okay, British oder American? Of course, British. So, beer. Yes. Yeah? Yeah. Beer. Sein? Ja. Yeah. Something sein. Verheiratet. Probier's mal. Verheiratet sein. Verheiratet sein.
But it was near. It was close. Okay, it was near. Oh, ich hasse solche Wörter auf Englisch. Mein Englisch ist ziemlich schlecht. Trolley. Trolley. Was ist richtig? Trolley. Truly. Truly. Thoroughly. 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 Tomaten. Und ich habe hier Marmelade. Und Marmelade nochmal. Ist okay. Konntest du nicht die Tomaten noch größer schneiden? Oh, wie hässlich. Klapperschlang. Noch einmal. Klapperschlange. Nochmal. Klapperschlange. Ja. Really? Ja. Stolz. Ooh. Die Klapperschlange. British. Literally. Literally. This is so American. Literally. No. Literally. No. Literally. Literally. Lich. Lich. Literally. 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 Ich hab's ja fast gesagt. Literally. 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 Uff. Shen. Das ist ein Wort. Strachelhantesh. Was? Strachelhantesh. Nein. Strachelhantesh. What kind of language is it? Strachelhantesh. I think it's right. Streichholzschächtelchen. 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 Babyfood. Babypüree. Ja. Und? Und? Ja, mit Gewürzen. Hier haben wir Gewürze. Achso, du musst... Einen Moment. Nein. I can't eat all, right? Okay. Einen Löffel kannst du aber nehmen. All of them? Mhm, all of them. Disgusting. Guten Appetit. Cheers. Ja, du darfst trinken. Oh, ist doch fast das gleiche wie das andere. Bier. Bär. 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 Okay. Bär. Bär. Yahoo! Bär. Oh, es ist so heiß. Was walken? Hä? Walks walken. Was walken? Nein. Volkswagen. Was walken? Volkswagen.
Really? Folk? Like, ja. Volk. Volkswagen. Volkswagen. Okay. Zitrone und Ketchup. Mmm. Yum. Mm. I'm a professional. Oh, please. Some more. Noch mehr? Danke. Gut. Oh, ich hasse dieses Wort. I hate it. I know. Welches war, welches Jahr? Welcher Wu? So. Hm, danke. It's nice. Don't worry. Das ist Babypüree mit Pfirsich und Banane. Und Gewürzen. Okay, 3, 2, 1. Yay! Not bad, is it? Ich höre schon. Ich höre. Was? Nochmal? Eichhörnchen. Eichhörnchen. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Schädel. Schädel? Yes. Okay. Ja, wie spricht man es genau aus? Schedule. Schedule. Or schedule in America. English. Price. Mercedes. 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 Nein, Spanish. A few moments later. Mercedes. Was? Mercedes. 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 Okay. Ich habe nicht gezogen. Pico. Eingelegte Gurken mit Sojasauce. Yeah. Das ist nicht schlimm, das ist auch salzig und das ist auch salzig. Try it all. Okay. Guten Appetit. Gut. Nice. Infamous. 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 In? Ich bin so schlecht in Englisch. One eternity later. Infamous. 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 Ach, es war doch fast richtig, ja. Ah, Tomaten. Tomaten mit Ketchup. Ja, geht doch.
Ketchup wird ja auch aus Tomaten gemacht. It should be okay. Nicht schlecht. Abschleppwagen? Ja, Abschleppwagen. Really? Ja. Das spricht man sicher bestimmt ganz, ganz anders aus. Vegetable. 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 Okay. Eingelegte Maiskolben mit Currysoße. Oh. Etwas ganz Neues. Willst du? Thanks. Okay. Have you got any short words in German? This is... Rührei. That's short. That's not. Really? Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, fast. Nochmal. Geschwindigkeitsbegrenzung. Zunk. Nochmal. Begren. Is this one okay? Ja. Repeat it. Gehwin. Nein, das war richtig. Das erste. Gesch. Geschwindigkeitsbegrenzung. Geist. Geschwindigkeitsbegrenzung. Grapes. Trauben mit? Mit Soja. Das hatte ich auch. Your first. Und das letzte von mir. The last one. Mm. Oh, was ist das? Yes. Kannst du das aussprechen? Ich nicht. Try. Entrepreneur. Yes. Ja. Kind of. Nah, not really. Wie sagt man es? Entrepreneur. Entrepreneur. Oh. Is it okay? It's not okay. Choose. Is it okay? Muss ich? Why? 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 Ich dachte, sie lässt das durchgehen. Aber nein. Was ist das? Was ist das? Nein! Nein, nein, nein! Schon wieder Babypüree. Wir haben hier weiße Toblerone. Aber ich weiß nicht, wo der Zettel ist. Babypüree mit Senf. Mustard. Ist so viel Senf okay? No. More. Ooh, yes. Gut. Very. Da ist noch Gewürz I'm drauf. So sorry for you. Ich meine jetzt. Ich getrau mich nicht. Okay.
Geschmack ist so schlimm. Okay, mir geht's wieder gut. Meh, wesh, tell, is this you? Mhm. Meh. Meh. Meh, wesh, tell. Ich glaube, du musst essen. Mehrwertsteuer. Was ist das? Zitrone mit? Curry. Guten Appetit. So, das war's für heute. Ich danke meiner Freundin Aishigül. Wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dann könnt ihr gern einen Daumen hoch da lassen und mich hier unten abonnieren. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Da heiße ich Irem Bozigit Deutsch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.